Okay, ich wollte euch zwar gerade begrüßen, aber unser netter Kollege hier meinte einfach mal, einen abdrücken zu müssen. Schämst du dich eigentlich nicht? Warum denn? Es ist doch natürlich hier. Ja, aber ich meine, guck mal, noch nicht mal die Hose runtergezogen, kein gar nichts und kackt da erstmal so. Oder hast du etwa hast du ein Kackloch in der Hose? Ja, sieht schon so aus, so, ne? Nee. Mit Knöpfe sogar noch. Ja, was steht heute an? Hast du irgendwie schon was parat? Nein, ich weiß ja, was wir heute machen. Du bist quasi hier der Bauleiter, ja? Und ich werde nachher mal mein Haus bauen. Also, zumindest werden wir es versuchen, Leute. Und Samonas denkt sich jetzt gerade bestimmt nur so, okay, das kann lustig werden. Ja, das habe ich gerade wirklich gedacht. Naja, mal gucken. Er hat hier sein Hütlein gebaut. Wie lange hast du jetzt gebraucht? Eineinhalb, zwei Stunden. Das ist schon beachtlich. Hauptsache mit einem fetten Behemoth-Tor. Ich meine, warum nicht? Hier unten so ein kleines Tor für Menschlein, um da durchzulaufen. Kann man mal machen, ja. Muss man nicht. Aber so, dass da auch noch die größeren Tiere noch reinkommen. Ja, aber cool ist, dass die automatisch aufgehen. Ja, das sind die außer Mod. Ah, okay. Ja, das ist natürlich nicht schlecht, ne? Ich meine, kannst du nicht meckern drüber. So, jetzt ist Wände auch noch gesetzt. So, hier unten haben wir halt so einen kleinen Steg, ne? Holy crap. Hier denkt er sich auch so, arr, wir sind Piraten, wir entern das Schiff. Ne? Dann kannst du ja von hier oben aus. Wenn ich jetzt. Da hätte ich beinahe die. Aufpassen, das sagst du mir? Nein. Ja. Niemals! Und. Nein! Du kriegst mich niemals! Doch, weil ich das hier nehme schon. Wenn du was nimmst? Hör auf! Verschwinde! Verschwinde! Tu mir nix! Warum denn nicht? Ist er noch da? Okay, wir schleichen jetzt mal zurück. Weil wir haben ja noch was zu tun. Wir wollen ja unsere Base bauen. Beziehungsweise nicht die Base, sondern. Unseren Unterschlupf. Hier, irgendwo hatte ich Steve stehen. Da ist der gute Steve. Braves Hundi. Der Steve, im Übrigen, Leute, der hat mich eben auch noch schön gerettet, weil ich war ganz auf der anderen Seite und wollte den Samonas besuchen, aber irgendwie kam da so ein kleiner Flugraptor oder was es war? Ich weiß nicht. War auf jeden Fall ein Flugraptor. Okay. Der hat mich auf jeden Fall da runtergerissen und ich dachte mir nur so, das ist ziemlich ungeil. Und das Drecksvieh hat mich runtergeschmissen. War nicht so prickelnd. Und ich dachte mir nur so, scheiße, jetzt bist du tot. Aber nein. Holy crap. Aber nein, Steve, der hat mich da rausgeboxt, ne? Also dafür mal Hut ab für Steve. So, was haben wir denn? Wir haben eine Werkbank, die brauchen wir erstmal nicht. Wir haben Holzdach, das brauchen wir auch erstmal nicht. Wir brauchen Strohdach auch nicht. Haben wir denn keine Foundations brauchst du erstmal? Ja, das ist mir klar. Da kannst du oben eingeben, im Zufenster. Ich hab's halt auf Deutsch, ne? Wie ist Foundation auf Deutsch nochmal? Achso, Foundation. Ja. What? Ich hab nur zwei Stück. Also, das 100 Foot Foundation. Wo steht das denn? Auf oben? Ich hab bei mir auf so. FO eingeben. Ja, ich hab sie. Bist aber wahrscheinlich jetzt fast überladen. Das ist egal. Machen wir hier Schneckentempo. Alter, nee, das geht gar nicht. Warte, pass auf. Oh mein Gott, wollte ich gerade helfen. Mal auf. So, Holy crap, was haben wir denn hier alles? Wir haben so viele Implantate. Ich weiß nicht, warum wir so viele davon haben. Die können wir gar nicht gebrauchen. So, das sind ja alle von dir. Hier überall Müll drin, Alter. Und das nur, weil Cookie meint, uns killen zu müssen. Na gut, ist günstig, guck ich mal, was ich da brauchen kann. Ja, gönn sie dir. Das ist ja nicht das Problem mit den Skins.
Hier hast du auch noch welche. Weil der eine Skin, der ist ja lustig. So, welcher Skin? Zuckerstange. Wofür ist denn der überhaupt? Für die Keule. Ja, eine Keule hab ich ja sowieso nicht, also von daher. So, wir werden unsere Foundations, eigentlich wollte ich direkt da hinsetzen, wo die Wölfe sind. Oh Gott, der ist echt scheiße überladen, ne? Mal gucken, wie lange wir brauchen, bis wir da sind. Knüpft ihr direkt an die Struktur an, oder? Nee. Müsste nochmal, hab ich jetzt sogar? Irgendwie... So, nice. Das bedeutet, wir setzen jetzt erstmal hier die... Nein, verdammt. Ist halt auch die Frage, wie groß wollen wir das Ding hier machen, ne? So, wir schaffen erstmal die Wölfe weg. Okay, ich bin selbst zu schwer für meine Wölfe. Ja, da ist der Weg, okay. Alles klar, lass sie hier. Genau, der einzige Wolf, der nicht hören will, ist mal wieder Poop. Der will aber auch nicht, ne? So, vielen Dank. So, okay. Gut, Leute, ich würde sagen, ich baue erstmal hier die komplette Foundation auf und dann gucken wir mal, wie, wo, was. Dies, das und Ananas. Und dann sehen wir gleich weiter. Okay, Leute, ich würde mal sagen, das ist Platz genug für die Foundations und für eine kleinere Hütte. Was sagen Sie dazu? Für den Anfänger reicht es. Ja, ne? So, dann gucken wir mal, dass wir die Foundations hier wieder reinpacken. So. Irgendwie ist die Struktur gerade davon ziemlich matschig. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist ab und zu mal, wenn man sich wegdreht, dann muss er erst wieder neu laden. So, jetzt brauchen wir eigentlich eine Wand, ne? Ich tippe einfach mal ein Wand. Und nee. Wand und vielleicht, wenn du Fenster haben willst, da gibt es auch noch Wände mit Fenster. Ja. So, 240. Und wir brauchen noch... So, Fenster nehmen wir auch noch mit, ne? Okay. Eine Window Wall. Ich weiß ja nicht, warum das auf Englisch Window Wall dann hier bei mir bleibt, aber gut. Dann brauchen wir noch eine Rahmen. Okay. Und dann bräuchtest du noch einen Türrahmen? Ja, aber warum hat der Türrahmen nur als Strohrahmen? Bin ich jetzt blind? Es gibt die doppelte Window Frame. Window. Mein Dorf, doppelte Dorfframe. Ich leg dir mal eine in die im Drachen rein, dass du nicht so viel suchen musst. Okay, mach das mal. So, Inventar öffnen. Ist drin. Achso, ja, den hatte ich dann doch gehabt. Okay. So, und dann würde ich sagen, bauen wir das auch noch schnell auf. Und dann sehen wir uns gleich. We'll be right back.
Okay, Leute, wir haben jetzt erstmal so gefühlt eine halbe Stunde gebraucht, damit hier überhaupt die ganze Tür reinpasste. Weil da vorne macht er das nicht und hier, ich weiß nicht, müssen wir gleich irgendwie ein paar Stairways, nee, das funktioniert auch so, wunderbar. Und wir setzen jetzt erstmal die ganzen Wände rein, also bis gleich. Leute, wir haben jetzt erstmal zweistöckig gebaut, beziehungsweise einmal so einstöckig, weil wir wollen ja, wenn schon, dass wir uns nicht den Kopf anstoßen und damit es halt ein bisschen was besser aussieht. Ich habe hier jetzt noch ein Fenster reingesetzt. Hier vorne, ja, wollte ich jetzt nicht unbedingt noch ein Fenster reinsetzen. Wenn ihr sagt, hey, bau da auch an die Seite ein Fenster rein, dann werden wir das auch nachträglich noch machen. Aber so habe ich ja jetzt gerade nicht die Muse zu. Und Samonas hat schon Unfug getrieben, indem er sich einfach während des Baus an die Wand gesetzt hat. Und ich mir gedacht habe, so, ja, okay, das kannst du gerne mal machen, musst du aber nicht. Ja, ohne Hindernis ist es so langweilig. Ja gut, das stimmt. So, wir haben Holzdächer, die wir jetzt noch da reinballern werden. Oder sollen wir Strohdächer machen? Ich glaube, Holzdach ist besser, oder? Von Werte ist vielleicht besser, aber weiß er zu diesem Zweck erfüllen. Ja komm, bei mir habe ich ja wegen optische ja Strohdach genommen. Aber ich kann das auch von innen draufsetzen, ne? Ja. So, dann machen wir das noch mit euch zusammen, Leute. Ich hoffe, die reichen. Denn wenn nicht, dann ist das ein bisschen doof, ne? So, und dann so, zack. Das sieht schon fast aus wie ein Boden. Was hast du, Stealing oder? Ich weiß nicht, was das jetzt für welche sind. Doch, du hast Stealings genommen, das sind die Zwischendecken. Achso, ja gut, dann nehmen wir das. Sind das echt Stealings? Holzdachstruktur steht bei mir. Okay, weil du hast, normalerweise gibt es auch Schrägen davon. Ich meine, das ist ja gerade auch relativ Wumpe. Ich meine, wir lassen dann hier hinten so den Weg frei. Dann können wir da immer noch das hinsetzen. Na geil, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Fusch am Bau, würde ich mal sagen. Das ist kacke, das gefällt mir nicht. Kannst du mal gerade... Ah, das ist an der Außenwand gesnappt, an der Außenwand. Kannst du das wegmachen? Ja. Ich glaube aber, die gehen dann kaputt, oder? Ja. So, okay. Ist denn noch Holz in der Truhe? Wir haben gleich drei Schränke voll mit Holz drüben. Okay. Weil dass man sagt, dass... Ich glaube, wir haben drüben noch fertige Bauteile im Haus. Weil von den Dächern, da bräuchte ich noch welche. So, und ich würde sagen, hier sind wir schon mal geschützt. Wir haben auch unser nettes Symbol rechts, dass wir ein Haus haben. Das ist wunderbar. Das bedeutet, wir könnten theoretisch gesehen gleich auch... Nee, wir können den Schrank nicht mit rübernehmen in einem Rutsch. Ne, ist aber wahrscheinlich zu schwer. So, und mit einem Large Crate aufheben, Large Crate. So. Bist du überladen? Ich bin überladen.
So. Wow! Mach doch keinen Unfug! Ups, hab ich vom Haus angeworfen aus Versehen. Ich konnte ja noch laufen. Ich muss jetzt gleich nur die ganzen Sachen, so, die da drin sind, muss ich holen. So, damit ich das hier halt. Also im Beutel oder was? Genau. Okay. So. Damit wir da wenigstens alles ein bisschen was eingeräumter haben. Oder bist du schon am Plündern alles? Bin schon am Plündern. So, ich habe jetzt erstmal alles da rausgeholt. Der Reis ist im Flieger drin. Ja, jetzt kannst du mich da rüberschmeißen, wenn du willst. Ich hab bloß mein. Wenn ich die jetzt noch aufnehme, bin ich wahrscheinlich zu schwer für einen Vogel. Achso, okay. Dann. Den hab ich ja schon mit einer Tonne vollgeladen. Dann. Weil vor, wenn du zu schwer bist, einfach den Drachen zwischenlagern. So. Stimmt, der kann ja auch noch. Na toll. Ich kann gar nichts zwischenlagern. Ich habe mich so übernommen, dass ich überhaupt nichts kann. Inventar öffnen. Da kommst du nicht an Drachen ran? Nein! Oh Gott, weißt du, ich lege die Sachen erstmal auf den Boden. Und versuch einfach beim Drachen jetzt F zu drücken, wenn du in Richtung Drache guckst. Nee, geht nicht. Ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Warum? Guck mal auf den Flügel und drück mal F. Achso, jetzt geht's. Holy moly. So, okay. Das, was halt so schwer ist, ist das ganze Holz, ne? Holz und die Foundations. Ah, hast du auch schon die Crate hingestellt, okay. Alter Faller. Drücke gleich mal umladen. Okay, ich sollte mir merken, niemals irgendwie so viel Zeugs mitschleppen. Ich meine, welcher normale Mensch. Oh Gott. Hast du jetzt alles aus der Dingens rausgenommen? Ja. Der Drache kann nämlich nichts mehr tragen und ich kann mich immer noch nicht bewegen. Dann komme ich gleich nochmal rüber. So, warte, ich leg mal. Ich hab gerade kurz mal meinen Vogel leer gemacht. So, jetzt kann ich gehen, da liegt noch ein Päckchen auf dem Boden. Holy crap, ich sag ja, irgendwas läuft immer schief. Ja. Von daher. Naja. So, übertragen mit T. Dann können wir quasi einmal das. Die Scheiße höchstwahrscheinlich nicht. So, geil. Ich habe jetzt Hunger. Das ist natürlich semi-optimal. Fördern wir ein paar Azurbären, damit der nicht ganz so dumm ist. So, okay. Gut, Päckchen ist gerade irgendwie verschwunden. Was du geworfen hast. Päckchen ist da irgendwie verschwunden. Das kann aber nicht sein. Dann mach ich kurz mal Drachen her, dass ich den Drachen kurz wegkriege. Dass ich nur noch gucken kann. Tatsache, das Päckchen ist despawned. Ja, komm mal ein bisschen näher. Ja, hier. Mit dem Vogel. Mit dem Vogel, dass ich reinladen kann. Ich habe extra hingestellt gehabt, dass ich umladen kann, ganz einfach. Ah, oh Gott, Tabajara. Besser? Ne, lauf, land einfach gleich und lauf einfach zum Meer. Ah, jetzt kann ich umladen, passt. Nein, du sollst doch. So. Und hier liegt kein Päckchen mehr. Nee, ich flieg mal den Eruptor mal weg. Oh Gott.
gemacht. Also fliegen ist noch so eine Sache, die ich lernen muss. Na, hier ist kein Päckchen mehr. Also ich weiß nicht, irgendwie fliegen ist nicht so... Gut, da ist der Tapetschein noch lustiger beim Fliegen. Und du hast ja auch gleich mal Schwestertier zum Landen rausgesucht. Ja, ich merk das schon. Ich geh mal gerade was zu essen holen. Ich bin... Komm, Steve. Wir gehen mal gerade. Papa braucht Habba Habba. Also, müsst ihr euren Vordruck herstellen mal. Bitte? Müsst ihr auch mal einen Vordruck herstellen? Ja. Deine Wölfe. Ich weiß. Sonst krepieren die alle. Ja. Das ist mir schon... So, alles im Schrank jetzt. So. Alte Tapete habe ich vorhin extra auf Gerichtlevel zum Bauen. Ja, das ist... Da hat das Tragglas von 1,4 Tonnen. Ich zahle es Kugi jetzt einfach mal heim. Ah, ziehst du gerade rum oder wie? aber ich würde es dann erstmal in Inventar leer machen. Weil sonst die Spawn ist noch, bis wir letztes Mal nichts mehr da sind. Wo ist es denn? Also, wo soll ich das denn dann reintun? Guck mal, ob irgendwo ein Tier ist mit TC. Wie wär's mit Punching Bag? Den können wir noch vollladen, oder? Ja, oder nimmst du die Babe? Das Schweinchen hier. Schweinchen? Ja, das können wir theoretisch gesehen tun. So, okay. So, Inventar öffnen. Achso, du hast schon rausgenommen alles? Ja. Rache ist süß. Ich meine, sie hat mich gestern auch in den See gezogen und hat mich noch getasert im See, kurz bevor ich aufgewacht bin. Ja, also ich würde mal sagen, da kann sie auch mal gerne irgendwie weiter sterben, verrecken. Wie schmeiße ich sie denn jetzt mal ab? Muss angucken und E gedrückt halten. Okay, getan. Tja, dumm gelaufen, Cookie. Tut mir leid. Wenn du mir, so ich dir. Aber ich habe ja gesagt, Glück gehabt, mich hat noch jemand rausgezogen. Aber wir könnten ja noch asozialer sein. Sie weiß ja, wo das Fressen ist. Also, das Fressen sag ich schon. Oh Gott, wo ihr Kram ist. Ne, das weiß sie ja. Hätten wir es jetzt nicht gesagt, wo es ist, dann hätte sie erstmal suchen können. Aber wenn man überlegt, wann die Folge hier kommt. Oh Gott. Deswegen sag ich ja, das wäre schon echt fies. So, da kommt erst nächste Woche, oder? Genau. So, jetzt erstmal hier wieder alles rein. Oh, sie ist gerade eben gestorben. Oh. So. Menschenhaar, den Skin. Dragonhead Figure Structure. Okay. Gucken wir mal, was das ist. Die passt nicht hier hin. Die passt eventuell hier außen hin. Ah, hast du etwa die Drachen? Trophäe. Ja. Kann man mal so lassen, ne? Wie war das? Das ist doch Cookies Würmern gewesen, oder? Nee, das war nicht von Cookie. Nicht? War ja vom Vorbesitzer des Grundstücks. Achso, ja gut, dann haben wir den Drachen halt geknallt. Einfach hier aufgehangen, ne? So. Das passt schon. Hast du die Dingens mitgebracht? Die sind in der Crate.
die Ceilings. Okay. Hast du den... Hab ich schon drüben reingelegt, in die Kiste. Eruptor hast du auch schon leer gemacht. Sehr schön. So, Leute. Dann packen wir die zwei Holzdinger noch hier rein. Dann packen wir den Laser-Target noch rein. Und ja. Ich habe sogar eine Puller-Waffe. Okay. Holztreppe. Die können wir auch direkt mit aufbauen. Theoretisch gesehen. So, die Ceilings, die haben wir dann auch direkt hier. Können wir die nämlich mit da. So, die Ceilings waren auf 8. Das bedeutet einmal und zweimal, dreimal, dann die Treppe. Die Treppe, ne? Die Treppe ist so eine Sache. Ich glaube, die setzen wir so hin. So. Dann können wir nämlich... Können wir das? Ja, das ist okay. Dann haben wir zwar hier so... Ich weiß nicht, kommen wir dann noch durch, wenn wir jetzt hier das ankleistern? Nee. Nee. Da können wir nicht. Aber, Leute, wir haben es soweit. Wir haben es soweit durch. Ja, also, das sieht schon mal heimlich aus. Und ich würde sagen, wir machen den ganzen Rest jetzt noch ein bisschen fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Leute, ich würde sagen, das war's erstmal vom Hausbau. Das Ganze dauert doch irgendwie ein bisschen was länger wie geplant. Und wenn wir jetzt hier weiter rumwursteln, ne, die Aufnahme geht schon 43 Minuten. Ich muss das Ganze noch runtercutten. Dies, das, Ananas. Das würde einfach zu lange dauern und den kompletten Rahmen sprengen. Ich würde sagen, wir bauen das Haus einfach offline weiter und ihr seht dann in der nächsten Folge, wie das Ganze geworden ist, von außen, von innen. Und ja, haltet die Ohren steif. Von oben. Genau, der Sunny ist auch gerade mit dabei gekommen. Und wir haben auch noch ganz andere Sachen zu besprechen, was wir in den nächsten Folgen machen wollen, werden, tun und. Also da dürft ihr schon mal, ja, ich würde mal sagen, gespannt sein, oder? Was sagt ihr? Gerne schon. Also nicht vergessen, schaut auch bei den Boys vorbei. Dies, das, Ananas, ihr kennt das Ganze. Bis demnächst und ciao! Tschüss!